Ja, und wenn ich mich hier um Kopf und Kragen rede, nun denn. Weißt du, da gab es mal den. Es gab mal den Piraten Klaus Störtebeker und dem wird der Spruch zugeschrieben: viel Feind, viel Ehre. Wobei, mit Ehre musst du ja heutzutage vorsichtig sein. Upsi! Damit auch. Halt. Oha. Da kommt er. Er kommt, Knight Rider. Na du? Hey, der hat uns noch gefehlt, der Vogel, ne? So, womit dann auch die Langeweile beendet wäre. Erstmal, hiermit erkläre ich die Langeweile vorerst für beendet. Ich hoffe, ich mache mir hier keine Probleme, die ich nicht schon habe. Ja, das denke ich schon die ganze Zeit mit den Sachen, die ich hier erzähle, ne? Ich hoffe, ich mache mir hier keine Probleme, die ich nicht schon habe. Alter, das hätte ich nicht gedacht, dass hier noch... Wow! Dass hier noch so viel Creeper sind. Uiuiuiuiui. Tüffi. So, wo ist er? Ich glaube, der steht genau hinter der Ecke, ne? Da, ja, sag ich doch. Knockback. Digga. Knockback for life. Thorns for life. Och, guck mal. Noch so ein Vogel. Och, bin heute eigentlich ziemlich gut. Sagte er und wurde in die Luft gesprengt. Tragen wir noch? Nein, wir tragen kein. Ach, wir haben gar keine Angaben. Oha. Wusste hier gar nicht, dass hier noch so viel Höhle ist. Dass hier noch so viel Höhle vom Berg übrig ist. Guck dir das mal an, das ist ja auch ein schöner Raum, ne? Zweites Arcanes Institut für Rasporales Insel. Brauchen wir nicht. Der Alfons hat irgendwas gesagt, von wegen, dass die Viecher da vor Gefahr warnen. Ist mir wurscht! Ist mir wurscht! Ist mir wurscht! Komm. Das können wir auch anders machen. Ich weiß nur, dass die Viecher immer durch die Gegend fliegen, damit man die Fackeln von den Wänden haut, weil es lichtscheues Gesindel ist. So. Ja, wie gesagt, hoffentlich kriegen wir noch mal 30 Erfahrungslevel heute. Und Strip Mining macht hier eigentlich bei Rasporales Insel nicht so recht Sinn, weil wir ja eigentlich unter Schlucht unten schon im Diamantlevel sind. Plüplong. Ah, der alte Honk und das Rülps hat mal wieder zugeschlagen. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Ich habe ein komisches Gesicht gemacht. Das machst du doch immer. Ja, stimmt. Weil ich immer am Rülpsen bin. Ich rülpse immer. Ach, Horsti, das hat mich so gefreut, dass du meinen Rülpser genossen hast, mein Guter. Der war auch extra für dich, weil du mal gesagt hast, so von wegen, ich könnte deinetwegen ruhig ins Mikrofon rülpsen. So, das nächste Mal ist ein dicker, fetter Furz dran. Nein, das würde ich mir nicht erlauben. Aber ein Rülpser kann durchaus schon mal. Nee, ich habe tatsächlich gedacht, so von wegen, diesmal lasse ich ihn drinne. Weil er auch so schön sonor rührte, also. So, guckt mal. Da ist noch mehr Kohle in der Decke. Eben mal schön vorsichtig. Wir hatten vorhin nicht schon Gravelregen. Gleich haben wir 27 Erfahrungslevel. Haha. Ja, und wo ich vorhin sagte, die Portale, ne, also ich habe ja von einem Portal, glaube ich, nur geredet. Man könnte nämlich auch ein Portal schon bauen für das Ozeanmonument, so dass man da auch schneller hinkommt. Hintergrund ist folgendes. Es schreckt mich momentan immer so ein bisschen ab, oder nicht nur ein bisschen, dass wir da so weit reisen müssen und so viel Zeit aufwenden müssen, um zu den Portals, um zu den jeweiligen Lokationen zu kommen. Also einmal ist, dass ich von keiner Sitzung irgendwie was abgeben möchte. Zum Beispiel jetzt hier Rasporale. Ja, ich weiß, Rasporale wäre durchaus damit einverstanden, wenn ich jetzt hier die Hälfte der Aufnahmesitzung abgeben würde für das Ozeanmonument oder die Menschen. Würde ich aber trotzdem nicht machen. Einfach der Fairness halber.
Aber ansonsten auch, nee, mag ich nicht. Und da, also das ist ein Punkt, aber der andere Punkt ist auch, es ist so weit zu reisen, ne? Also es ist immer irgendwie mindestens ein halber Minecraft-Tag, den wir da dranhängen. Und das ist natürlich auch Let's Play-Zeit, ne? Insofern würde es mir um einiges leichter fallen, mal eine kleine Ecke Menschen zu erobern oder mal eine kleine Ecke Gang rüber zu bauen zum Ozeanmonument. Das würde mir leichter fallen, wenn das halt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Right? Right. Ich will hier eigentlich kein Gravel abgraben. Warum tust du es dann? Ja, weil es sein muss. Oha. Da klönkert doch schon wieder was. Ja, und ich weiß auch was. Spinni? Sag nicht, dass hier eine Mine ist. Also, wir haben ja jetzt fast überall eine Mine, ne? Jetzt fehlt noch eine Mine in Horstiheim. Und hier bei Raspuala auf der Insel fehlt auch noch eine Mine. Ansonsten haben wir, naja, gut, Honkheim eigentlich auch nicht, ne? Unter Honky Island ist keine Mine. Nein, nein, ist nicht. Wüsste ich. So. Das ist mir irgendwie alles sehr, sehr viel unangenehm hier. Ist mir das haben sein tun. Okay. Wenn jetzt hier ein Creeper um die Ecke fliegt, dann ist aber mal Feierabend. Oh, ich höre ein Baby-Zombie. Ich höre eine Scheißendreck-Baby-Zombie. Oha. Spinni! Spinni, nein! Oha. 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 Ich werde hier... Oha, guck mal. Geil. Ich mag es, wenn meine Feinde sich gegenseitig bekämpfen. Geil. So. Skeletor, du bist doch bescheuert. Skeletor? Was tut er sich da an, ne? Was? Also eher ich. La la la. Baby-Zombie. Ah! Da ist der kleine Scheuser. Da ist er. Ja, ohne die Sounds wäre es jetzt ärgerlich gewesen. Jetzt habe ich aber... Da ist noch einer. Wenn das ein Skelett... ein Zombie-Spawner. So, fast eine Stunde. Ihr wisst ja, ich mag gerne Stundenabteilungen. Ach du meine Güte. Das ist hier aber viel, ne? Digi, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich wollte ein bisschen Diarrhoe abbauen. Wach, wer kommt denn da? Guck mal. Moin, ich habe dein Kind kaputt gemacht. Hier, nimm. Och, da kommt dein Bruder auch schon. Moin, Bruder. Na, Digga? Ja. Brüder im Tode. Das hat Methode. Ah! Nee, Mist, so. Komm mal her. Komm her, Vögelchen. Ach. Nicht so hinterhältig, du kleine Scheuse. Ja, ich weiß, ich könnte mir ein Schild bauen, ne? Ja. Das habe ich nur noch nie gemacht. Rate mal. Weil ich Leute ärgern will. Ich bin der erste Let's Player, der gern stirbt, weil er Leute ärgern will. Irgendwen wird's geben. Wow. Du musst aufpassen. Ach, guck mal. Noch erschlucht. Noch erschlucht. Ich fass es nicht. Mina! Mine, Mine, Mine. Mine, Mine, Mine. Alter, jetzt müssten wir irgendwie eine Möglichkeit finden. Ja, weißt du? Pass da mal auf. Jetzt mache ich mal etwas, was ich noch nie mit euch gemeinsam gemacht habe. Ich mache einen 64er Blöcke.
So. So, wie habe ich das früher immer gemacht? Pass mal auf. Hier. Von wegen Fackeln an irgendeine Seite setzen und so, ne? Von irgendeinem Gang und damit, ne? Ich mache das so. Guck mal. Das habe ich schon früher immer gemacht. Also in meinen eigenen Welten. Dass ich hergegangen bin und einfach irgendwelche Blöcke, die da nicht hinpassten, wie zum Beispiel Sandstein oder so, findest du ja in Höhlen äußerst selten, es sei denn in der Wüste, hingesetzt habe und dann eine Fackel in die Richtung, wo man gehen muss, gemacht habe. So. Lass mich überlegen. Ah, da. Es ist tatsächlich schon etwas müdigkeitenmäßig mit mir. Ja, und ja, ich weiß, ich sag das jedes Mal. Wenn ich hier zu müde werde, dann werde ich auch nicht zurückscheuen, einfach die Aufnahmesitzung zu beenden. Und dann nächstes Mal noch ein bisschen für den Rasporale dran zu hängen. So, wir machen hier nochmal ein bisschen. Wir brauchen noch 3 Level. Leute, Metal-Leute. Übrigens habe ich bei Google, habe ich bei YouTube Analytics gesehen. Als Suchbegriff wird bei mir inzwischen auf dem Kanal geführt, ne? Also, es ist so, also die YouTuber hier, die wissen das, dass man sehen kann, was die meisten Suchbegriffe sind, die zu einem geführt haben, ne? Und ich habe euch ja gesagt, YouTube analysiert seit einiger Zeit die Sprachspur innerhalb der Videos, weshalb sich ja auch manche Leute nicht trauen, in Videos irgendwelche Sachen wie Nerdy zu sagen. Ich kenne da eine YouTuberin, die macht dann immer ein Katzenmiauen hin für dieses Wort. Eine politische YouTuberin, weil sie halt befürchtet, dass ihre Videos schlechter geratet werden, wenn da halt von den Nazis dann gesprochen wird, ne? Und ich habe festgestellt, dass in meinen YouTube Analytics doch tatsächlich als einer der Suchbegriffe, mit denen meine Videos gefunden werden, Metal-Leute und Drachenlord ist. Ja, das hätte niemals passieren sollen, aber naja, jetzt ist es schon mal soweit, ne? Also schönen Dank hier mal an den Herrn Winkler, dass er hier so bereitwillig seine Persona für meinen Kanal als Werbung hergibt. gibt wahrscheinlich Erstrebenswerteres. So, ja, ich hoffe mal, ich finde hier auch noch mal irgendwann, irgendwo hin. Kommen wir von hier? Kamen wir von hier? Wir kamen vor Madagaskar und hatten Asbest an Bord? Nee, also hier, das war der Kessel, wo ich gesagt habe, wäre gut für ein zweites Arkanes Institut. So, und hier sind wir dann lang, ne? Und ich gehe nur noch mal sicher. Scheuse und schon den Weg verloren. Ja, da unten. Alter, das ist ja aber mal gefährlich. Ich sollte hier echt vor. Guck mal, da unten ist. Da unten ist unser. Alster, aber das ist mir hier ehrlich gefährlich. Diggen. Ich glaube allerdings, wenn wir hier noch ein bisschen diggen, dann könnte man unter Umständen einen bequemeren einen bequemeren Weg in den Tod finden. Haben wir denn noch Dirt dabei? Alter. Das wäre jetzt noch was, da unten runter zu latschen und 28 Erfahrungslevel. Na? So, nicht zu weit nach vorne, aber auch nicht zu weit nach hinten stehen. Ja, oh, wundervoll. Ja, ich will ja nur ein bisschen Eisen kriegen hier noch. Und dabei möglicherweise in den Abgrund stürzen. Ja, das war mal nichts. Ja, das wird hier sehr schön alles. Ich sehe das schon. Ja, also die Mine haben wir jetzt wohl verloren. Ne? Also sehe ich das richtig?
obwohl ich einen Wegweiser gesetzt habe. Und jetzt lachen wahrscheinlich alle und sagen, da ist er da so großschnauzig mit seiner tollen Strategie. Und siehe mal, hat ihm nichts gebracht. Ne? Ich fülle das hier mal auf, ich habe die Schnauze voll jetzt. Ich will hier nicht gekillt werden, nur wegen so einer Scheuse. Ja, ich glaube, ich habe mich sogar verlaufen. Lach doch, ja, lach doch. Ich finde meine Mine schon wieder. Ich habe es noch immer geschafft. So. Aha. Ja. Ich krieg hier schon halbwegs. Enderzwerg, ne? Enderzwerg. Ich würde sagen Enderzwerg, ganz klar. Wobei ich ja schon mal bemerken musste, dass die Enderzwerge gar keine Zwerge sind. Die sind ganz schön groß im Vergleich zu uns, ne? So, von der reinen Blockhöhe. Ja, ein halbmal größer als wir. Alter, ne? Wenn ich jetzt hier nicht mehr rausfinde, dann schmeiße ich die Aufnahmesitzung in den Müll. Ja, das meine ich ernst. Was denkst du denn? Glaubst du, ich werde mir diese Blöße geben? So, nö. Das sind alles... Ach, dieses Mauspad. Das ist auch immer wieder so ein Ärgernis. Was ist das denn hier? Das sieht ja schon fast aus wie... mit Absicht ausgehoben. Aha. Wo sind wir denn? Euder. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ach, das war auch mal so eine Real Talk-Sendung, wo ich mich über YouTuber ausgelassen habe oder so. Sendung. Leute, Metal-Leute, es ist eine Stunde, eine Minute und 48 Sekunden aufgenommen. Das ist fast perfekt. Wisst ihr was? Ich mach mal kurz hier eine Entladung. Jawohl. Wir müssen aber aufpassen, weil wir wissen nicht, welche Tages- und Nachtzeit gerade hier. Ja gut, es ist früher Nachmittag. Das geht. Bumm. So, Blasfurnace, komm mal her. Wie heißt das Teil nochmal? Schmelzofen oder so ähnlich? Also, ja, jetzt nur für den Horsti. Ich frage nur für den Horsti. So. Ich fülle den mal komplett auf. Und den entsprechend auch. Weil ja, wir haben es ja jetzt. Und dann können wir die hier oben auch noch mal ein bisschen auffüllen. Ach, guck mal. Und da wahrscheinlich auch. Ja, hatten wir ja reingelegt. Ach, dann können wir ja eigentlich hier auch noch wieder... Wir werden Glas brauchen. Aus Gründen. Wir werden Glas brauchen, ja. Auf jeden Fall. Und wir brauchen auch wieder Sand. Wir gehen natürlich gleich wieder runter. Sobald ich wieder am Start bin. Ach komm, füll auf die Kram. Kohle kriegen wir überall. Ups, ja. Kohle kriegen wir überall. Du hast gut reden, Digga. Aber, guck mal. Na, haben wir doch. Ja, komm. Gib ihm. Wusch. Er wuscht die Wäsche. So, dann Gravel und Stein loswerden. Da haben wir Gravel. Und Andesit. Andesit, Schmandesit. Ja, ich weiß, und das ist auch von Gronkh geklaut, solche Dinger so... Eisenpopeisen und so weiter. Das will ich gar nicht leugnen. So, das Glas packen wir mal hier zum anderen Glas. Ja, ich wusste, dass hier noch Glas ist. Momentan können wir damit noch wenig anfangen. Mobdröpse kommen hier mal rein. Ach, ja. Die Pfeilspitzen aus Tradition. Na,
Mist. Da ist noch Granite. Halt. Was tue ich da? Honk, halte ein. So. Was, wozu brauchen wir jetzt Bruchstein mitnehmen? Ich würde echt gerne mal die Diarö wegbauen drüben im Nether. Wollen wir uns das erlauben? Erstmal aber, ich sehe, wir haben viel zu viele Pfeile dabei. Wir könnten sie eines Tages noch mal gebrauchen können. Und deswegen kommen die mal hier rein. Wenn wir eines Tages mal keinen Infinity-Bogen mehr haben. Oh. Der Herr möge dies verhindern. Ich bin jetzt sofort wieder da.